Hi, ich bin Focke und ich sehe bescheuert aus. Und zusätzlich habe ich jetzt auch noch eine VR-Brille auf. Und was das auf sich hat, zeige ich euch. Peace und herzlich willkommen auf meinem Kanal. VR. Heute mal kein E-Mobilitätsvideo, obwohl doch ein bisschen, weil es hat ja trotzdem was mit E-Mobilität zu tun. Für die Leute, die mich noch nicht gesehen haben und nur über irgendwelche Links jetzt auf dieses Video gekommen sind, ich mache normalerweise E-Mobilitätsvideos, aber auch Motorradvideos, so alles ein bisschen durcheinander, und ein paar haben eben auch schon gesehen, dass ich zocke, und zwar meistens Rennen. Und und da wollte ich mal was testen. Und zwar habe ich mir vor einiger Zeit mal die Oculus Quest gekauft. Also nicht zahlen lassen, sondern selbst gekauft. Deswegen steht auch hier nicht Werbedauersendung oder Dauerwerbesendung, sondern das ist alles ganz normal von mir gekauft. So. Ich habe die Wahl gehabt zwischen der Oculus Rift S und der Oculus Quest. Ich wollte mir erst die S kaufen, und kurz bevor ich kaufen wollte, hat es dann geheißen, die Quest bekommt Oculus Link. Normalerweise ist die Quest ein Standalone-Gerät. Das heißt, ich kann es völlig ohne Kabel nutzen, ohne Rechner, ohne Kabel für Stromanschluss. Das Ding hat einen eigenen Rechner drin, das Ding hat einen eigenen Akku drin, hält ungefähr eine Stunde. Ist aber auch völlig ausreichend. Die hat ein OLED-Display drin. Die Auflösung ist ein bisschen besser als bei der S, wobei die sogenannte Fliegengitterstruktur bei der Quest ein bisschen mehr zu erkennen ist wie auf der S. Dann haben wir gedacht, gut, dann hole ich mir die Quest. Hab bis jetzt immer Standalone, autark gezockt. Sind jetzt aber keine richtigen so Hardcore-Spiele dabei, sondern halt, ja, lustige Gemeinschaftsspiele, sag ich jetzt mal. So, und jetzt ist ja seit letzter Woche Oculus Link da. Es ist zwar kein original Oculus Link Kabel, sondern ein USB 3 Kabel von USB-A auf USB-C. Es wird einfach reingesteckt, musst ein bisschen was konfigurieren, und dann kannst du auch damit ganz normale VR-Games zocken, die auf dem Rechner laufen. Ich will euch jetzt mal meine Erfahrung damit teilen. Denn viele sagen, ja, ist dieses Oculus Rift wirklich so, wie man es bei der S kennt, das heißt lagfreies Zocken, die Auflösung passt, es kommt nichts in Stockern, die Framerate geht runter und so weiter, weil es ja trotzdem ein kleiner Flaschenhals ist. Werden wir sehen, und ich kann euch schon mal so viel verraten, das Ding ist eigentlich eine S, eine Oculus Rift S. Ich habe keine Nachteile gefunden, die S besser macht. Außer einer. Ich zeige euch jetzt mal ein Video, wo ich Assetto Corsa zocke und eventuell noch Google VR, weil ich euch das eben mal zeigen will, wie das aussieht, wenn man VR zockt. Nachteil, man kann es nicht dreidimensional sehen. Vorteil, die Auflösung ist besser als auf der Brille. Alles, was nah ist, ist auf der Brille sehr detailliert und auch sehr hoch aufgelöst. Alles, was weiter weg ist, merkt man schon, da hast du einfach nicht die Auflösung, die du brauchst. Der einzige Nachteil, den ich jetzt gefunden habe, ist einmal, du hast einen ganz komischen Abdruck dann hier drauf, wenn du das Ding runternimmst. Du kannst zu deiner Frau nicht sagen, wenn sie kommt, und was hast du gemacht? Ach, ich war im Garten und habe ein bisschen Bäume geschnitten, ja, weil ich sehe das genau, dass du nicht im Garten warst und Bäume geschnitten hast, sondern gezockt hast, du böser Bube. Ja. Und was seltsam ist, das Ding wird ja auch durch das USB-C geladen. Jetzt, wenn ich das am Rechner anstecke, braucht er mehr Akku, als er reinlädt. Das heißt, obwohl er eine feste Verbindung hat, kommt zum Schluss, nachdem er gezockt hat, eine
Anzeige, wo drauf steht, wie viel Prozent das der Akku noch hat, und der ist immer weiter unten, als wie man eingesteckt hat. Das heißt, obwohl er Saft kriegt, kriegt er nicht genug. Was heißt das für mich? Irgendwann einmal nach, keine Ahnung, 3, 4, 5 Stunden wird das Ding leer sein, obwohl es angeschlossen ist. Das ist jetzt der einzige Nachteil, den ich habe, den die S nicht hat, weil die S eben keinen Akku hat. Los geht's! So, ja, wie ihr seht, ich bin kein richtiger, oder ich bin eigentlich überhaupt kein Let's Player, weil ich habe das Equipment nicht dazu. Ich habe zwar das OBS und auch das Shadowplay, aber beides funktioniert komischerweise nicht, wo man direkt am Screen aufnehmen kann. Deswegen muss ich leider, ja, so wie jetzt hier, einfach nur abfilmen vom Fernseher. Das, was ihr jetzt seht, sehe ich auch, aber allerdings sehe ich das in einem, ja, in einem Curved Monitor, der ist so virtuell in einem virtuellen Wohnzimmer drin, keine Ahnung, vielleicht 1,50 Meter von mir weg und wahrscheinlich 85 Zoll. Also ein richtig großes Teil. So, ich habe jetzt hier mal einfach einen Mercedes 190 genommen, weil der innen wirklich genial ausschaut. Den bin ich schon selber gefahren und deswegen weiß ich das. Und ich nehme die Spa-Francorchamps Strecke. Das ist einfach nur mal, um euch zu zeigen, dass das absolut absolut lagfrei abläuft und auch wirklich sehr, sehr gut auch mit dem Oculus Link System funktioniert. Das Einzige, was mir ein bisschen angast, ist das Kabel, weil das bin ich nicht gewohnt, weil bis jetzt habe ich immer ohne Kabel gezockt. So, das, was jetzt ihr hier seht, ich hoffe, ihr seht das, Moment, jawohl, das sehe ich auch, aber die Auflösung ist ein bisschen geringer. Fliegengitter ein bisschen da, aber das ist bei der bei einer VR-Brille normal, außer bei der 8K, glaube ich, so heißt die, und 5K. Gut ist, dass ich mein Lenkrad in der Hand habe, genau da, wo auch das Lenkrad ist. Auch wenn das Bild ein wenig wackelt, das bin ich mit dem Kopf, für mich ist das absolut natürlich, weil je nachdem, wie ich meinen Kopf bewege, bewegt sich die Brille auch mit. Hier hat man ein Head-Up-Display. Das kann man verschieben und wegmachen und so weiter. Das ist nur, bevor jetzt das Rennen losgeht. Man sieht hier schon die meine Schulter. Krass. Man sieht hier das Auto im Endeffekt, so wie es jetzt da halt dargestellt wird. Wenn man nah hingeht, das, was hier aufgeht, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Seht ihr das? Nein, das seht ihr gar nicht. Das seht ihr bloß ich in der VR-Brille. Das ist so eine virtuelle Wand, dass ich kann so eine gewisse Grenze ziehen, wo ich mein Spielfeld habe, und wenn ich darüber hinausgehe, kommt so eine virtuelle Wand und sagt, hey, stopp nicht weiter, weil sonst purzelst du die Treppe runter. Hier sieht man schon wirklich klasse, das schaut aus wie echt, also wirklich wahr, ist wirklich klasse. Das ist der Größenvergleich, der ist wirklich so groß wie 190er, der 190er ist ja nicht besonders groß. Und wenn man sich umdreht, sieht man den Sitz, den ich ja auch da habe, oder wenigstens ungefähr. Und man kann hinten schauen. Und das ist wirklich unfassbar. Also, wenn ihr Zocker seid, und ein paar habe ich auf meinem Kanal, probiert das aus, das ist wirklich der Wahnsinn. Ich werde nur eine Runde oder zwei fahren, nur um euch zu zeigen, wie lagfrei das läuft. Und keine blöden Bemerkungen, dass ich ein Noob bin, das weiß ich selber auch. Focker der Noob. So, jetzt geht's dann los. Hier geht es eigentlich nicht darum, dass ich euch zeigen will, wie gut oder schlecht ich fahre, weil ich weiß, ich fahre nicht gut. Aber ich will euch damit zeigen, dass dieses Oculus Link System hervorragend und problemlos funktioniert. Das ist ein HUD, was man hier sieht.
Das kann man aber auch ausblenden. Obwohl die Auflösung schlechter ist wie auf dem Monitor. Ist der Eindruck extrem realistisch. Auch hier, ich weiß nicht, ob man sieht, die Reflexionen auf der Motorhaube. Unglaublich schön gemacht. Und der Lichteinfall durch die Scheibe. Die Sonne im Armaturenbrett, das ist alles wirklich dreidimensional, das kann man sich so nicht vorstellen. Ihr müsst es unbedingt mal probieren, für Leute, die gern zocken. Thorsten, du zockst glaube ich auch gern, gell? Komm mal vorbei, probier es mal mit der VR aus. Dieser Schattenwurf da ist, das Dreidimensionale vom Spiegel, das ist in der Brille extrem plastisch. Ich wollte schon mal BMW jagen. Die Spiegel, die sind unglaublich detailreich. Also eine Runde fahre ich noch. Ah, dritter Gang war zu niedrig, war zu hoch. In der VR-Welt ist es wirklich so, dass man halt die Größenunterschiede extrem merkt und auch wie es in der Orange, wie es da so runter geht und wie hoch das und wie steil das ist, das kriegt man in einem normalen Spiel gar nicht mit, im VR eben schon. Das schaut so unfassbar geil aus.
hier sieht man Ganganzeige, wie viele Runden, welcher Platz, welche Zeit. Oh, ja, wenn man sie ablenken lässt, das ist schlecht. Meine absolute Lieblingsstrecke. Nordschleife natürlich auch. Mugello und diese Spa. Francorchamps ist natürlich ein Traum zum Fahren. Hier sieht man ein paar grüne und lilane Punkte, das sind die Bestzeiten und die Sektionsbestzeiten, Sektorbestzeiten und die persönlichen Bestzeiten. Ja, wunderbar, wunderbar. Ja, und hier sieht man, was ich meine. Ist natürlich ja, ein Indiz für Spaß zu Hause. Hat auch ein bisschen was mit E-Mobilität zu tun. Ist ja eh, auch der Sound ist eh. Ja. Ich wollte euch das nur mal zeigen. Wenn ihr überlegt, welches System, schaut es euch am besten an. Es gibt Vor- und Nachteile der beiden Systeme. Hier ist der Nachteil eben, dass der Akku nicht ganz mitkommt mit der Leistung. Auch wenn er angesteckt ist, verliert er mehr Leistung oder mehr Akkukapazität. Das ist seltsam. Und was bei der Rift S noch besser ist, definitiv das ist der Tragekomfort, denn dieses Kunststoff- bzw. Gummiteil ist ja nicht besonders, was heißt, angenehm zum Tragen. Es druckt nicht und man merkt es nicht, aber wenn man die S schon mal aufgehabt hat oder die PSVR von Sony, die haben hier ein breiteres Band, das man im Endeffekt besser tragen kann, da ist der Druckpunkt besser und du hast hinten so also ein Drehrad, dass du das einfach hier festziehen kannst und hier musst du das immer mit diesen Klettverschlüssen verstellen, je nachdem, was du für einen Quadratschädel hast. Schade eigentlich, weil man könnte eigentlich für den Preis schon sagen, Mensch, macht doch die andere Halterung dran. Soviel ich weiß, kann man die sogar tauschen. Ich habe nämlich schon ein paar gesehen, die haben diese Quest und haben von der S die Halterung drauf gemacht. Mal schauen, wie das funktioniert. Ich hoffe, das war einigermaßen interessant. Für viele wahrscheinlich nicht und für manche schon. Wenn ihr durch dieses Video auf meinen Kanal gekommen seid, herzlich willkommen. Wird es mehr Gamer-Inhalte geben? Ich denke nicht. Obwohl ich schon mal gehört habe, hey, ich habe gesehen, du fährst und zeig doch mal, mach doch mal. Aber ich glaube, das ist für die meisten hier auf dem Kanal ein bisschen uninteressant. Tja. Jetzt werde ich mal schauen, warum das er nicht aufzeichnet, obwohl ich aufzeichnen will. Und vielleicht mache ich das Video neu und ansonsten werden wir heute das abgefüllte Fündi nehmen. Tut mir leid. Aber ich bin kein Let's Player. Servus, sagt Locker, euer Volker.